Social Me, so heißt der Wettbewerb für mehr soziales Engagement des Jugendkirchentages. Jugendliche und Konfigruppen konnten selbst gedrehte Videos über eigene soziale Projekte einreichen. Die Siegerehrung gab es am Samstagabend im Themenpark Ich und Welt. Insgesamt gab es zwei erste Preise. Der eine ging an eine Jugendgruppe aus Erbach im Odenwald. Sie produzierten ein aufwendiges Video mit eigenem Song, in dem sie für mehr Zivilcourage werben. Zeig Rassismus die rote Karte. Dann hat die Zukunft was zu sehen und nicht nur blutige Taten. Toleranz ist jetzt ein Schlagwort. Den anderen ersten Preis hat eine Konfigruppe aus Ingelheim gewonnen. Sie wollten Geld sammeln, um ihren ehemaligen Kindergarten neu zu streichen. 500 Euro Preisgeld, so viel gab es für jeden ersten Platz. Die Gruppe aus Ingelheim kann das Geld gut gebrauchen. Wir müssen davon noch ein bisschen Farbe finanzieren, weil wir noch nicht genug Geld haben. Und dann stimmen wir noch so ein bisschen ab. Wir sammeln noch ein paar Ideen, was wir damit so anstellen können. Aber ich denke, das wird schon was Gutes. Die Gewinner wurden von einer Jury gewählt. In dieser saßen Florian Sitzmann, der Pate des Jugendkirchentages, Gregor Ziorkiewicz von der Diakonie Hessen sowie Vertreter des Medienhauses Frankfurt und des Jugendkirchentages. Gregor Ziorkiewicz weiß, warum soziales Engagement so wichtig ist. Soziales Engagement im weitesten Sinne führt auch immer dazu, und das haben ja auch die Beiträge sehr, sehr gut gezeigt, dass ich mich einfühlen kann auf den jeweils anderen, auf seine ganz besondere Problematik. Und deshalb kann ich nur dazu einladen, sich an solchen Projekten, nicht nur der Jugendlichen, sondern auch hessenweit bei der Diakonie Hessen oder auch bei der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau zu beteiligen.